Geht Leute, hier ist Dan28 und das hier ist Dan28Tube mit einem neuen Video. Schon wieder hier ein Roblox-Video. Dieses Mal geht es hier um SCPs. Ihr wisst schon, diese es gibt ja immer diese Geschichten von irgendwelchen Monstern und so. Und es gibt Roblox darüber. Das ist, also ich finde das sehr interessant. Jedenfalls. Dann lass es mal losgehen. Warum komme ich da nicht durch? Warum komme ich da nicht durch? Alter! Also ich muss sagen, jetzt, ich habe gerade irgendwie voll die Probleme. Vorher schon habe ich einen. Was? Ja, das ist. Nein! Das Internet! Das Internet ist scheiße. Alter. Ich glaube, ich bin nicht reingekommen wegen Internet. Ja, es ist, was ich sagen muss, ich habe sehr schlechtes Internet hier. Schon seit Wochen. Deshalb habe ich auch bisher eigentlich immer Livestreams gemacht und nicht einfach so hochgeladen, weil das geht normalerweise nicht. Es würde so lange dauern, bis ich ein normales Video hochgeladen habe. Einfach weil das Internet so schlecht ist. Okay, aber ich komme immer noch nicht rein. Doch, jetzt endlich. Ich habe gesagt, es lag nur am Internet. Naja. Jetzt kann es losgehen. Endlich. Das war ganz seltsam. So, wir dürfen jetzt die SCPs testen. Ach, das Ding. Ja, das ist ganz süß. Vor diesem Ding brauchen wir keine Angst zu haben. Und habe ich auch übrigens nicht. Das Ding ist einfach voll knuffig. Das läuft einem hinterher dort im, und das war's. Oh nein, das. Nein, 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 das sollte am besten da drin bleiben. Wer sich vielleicht mit diesem Thema auskennt, weiß, dass das SCP-999 ist. Es wird auch genannt das Kitzelmonster. Es ist das freundlichste Viech von allen. Und ja. Da gibt es übrigens auch das komplette Gegenteil davon. Ach, ist das diese Klonmaschine? Das macht ja gar nichts. Noch jetzt. Ja, bei mir hängt das Internet, wie schon gesagt, ziemlich. Komm her. Ja, lol. Das Ding folgt mir jetzt die ganze Zeit. Aber es ist knuffig, wie schon gesagt.
einen Schlüssel. Was macht der? Komm her. Das ist jetzt mein neuer Freund. Okay, hier ist SCP-99. Ich bin hier gerade. Okay. Gerade bin ich in der Safe Zone. Hier ist alles gut. Dann ist die Accurate Zone. Das ist die da. Und dann gibt es die Kita-Zone. Das ist die Seele. Das ist mein Schlüssel. Und dann gehe ich jetzt hin. Du bleibst da, ich schwöre. Nicht blitzen. Nicht auf mich schauen. Hier in der Kita-Zone. Hier sind die Schlimmsten. Die schlimmsten Monster und sonst was sind einfach genau hier. Ding nervt, das blöde Radio. Das ist wieder die Safe Zone. Danke, jetzt weiß ich nicht, wo ich mich befinde. Ich gucke ja normalerweise immer so auf die Sterne. Da hinten. Ja. Da gehe ich jetzt mal nicht hin. Okay, das ist das Ding. Ach, und da drin ist der da. Den will ich nicht sehen. Ach, das ist euren Doktor.
resisting. I'm here to kill you. Alter, Veda macht den auf. Veda macht den auf. Ich will den nicht sehen. Ja, ich tue dir erst was von außen, er sagt dann. Es liegt daran, die Dinger töten. Ich habe halt keinen Bock, immer wieder an den Spawn gebracht zu werden. Scheiße. Ich werde jetzt mal einfach mal demonstrieren, warum. Genau. Ich werde gleich übrigens wieder an den Anfangspunkt gespawnt. Genau. So, ich werde hierher. Thank you.
Who's there? Vielleicht liegt es einfach an dieser Spannung hier gerade. Alter, was ist das für ein Viech, Alter? Sieht echt lustig aus. Ich befinde mich gerade in der schlimmsten Abteilung von allen. Hier sind die richtig schlimmen Dinger. God, what the hell is that? Also das ist der Kreta-Bereich. Was ist das hier? Zone verlassen. Nicht gut. Lass doch. Ihr seid solche Deppen, Alter. Fakt ist, ich mache es nicht, wenn die Leute Thank you.
lassen alle die Türen offen. Und da ist einer da, der mag das nicht. Also überall offen stehen. Geh zu, geh zu. Na toll. Das ist so. Das regt mich gerade ehrlich auf. Jetzt gehe ich wieder in die Safe-Zone. Danke. Nimmst du, wie scheiße das ist? Ich glaube, es liegt jetzt an mir, das alles hier zu stoppen. Nochmal. Die sind jetzt alle frei. Weil manche einfach so blöd sind. Kommt da nicht mehr rein. Das sind sie alle da drin. Aber alle. Na super. Was ist das? Was ist das? Da kommt irgendwas. Ach du Scheiße, da kommt was. Geh zu dem. Geh zu dem, der hat es sich verdient. Der hat ja alle. Der hat ja alle freigelassen. Ey, der bewegt sich aber so langsam. Das ist doch scheiße. Der sollte sich lieber mal schneller bewegen. Ja, der hat es verdient. Der hat sie alle aufgemacht. Alle Tore, alles auf. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Zu dem da, geh zu dem da. Es ist so, ich wollte ja eigentlich bestätigen. Der ist doch an allem schuld. Der macht jedes Tor auf und so. Und da kommt es hier alle raus. Der ist bestimmt auch rum ausgebrochen. Nein. Nicht zu mir. Nicht zu mir. Was ist da drin? Ach stimmt, der da. Erste Krise beseitigt. Was ist das überhaupt? Ja.
wollte es eigentlich so sagen. Könnt ihr mal alle die Tore schließen? Weil sie haben es alle Tore hier aufgemacht. Ja? Alle Tore stehen offen. Das soll so nicht sein. Was soll der Scheiß? Hey, ist das alles so doof? Nein! Was? Was macht das? Wenn du sie nochmal aufmachst, ich melde, wenn du sie aufmachst, die Tore da, ich melde dich, ich schwöre. Ich sag auch warum. Es ist so, die machen alle Tore auf und tja, dann laufen hier die ganzen Kreaturen rum. Fuck, das Ding ja schon wieder. Aus der Abteilung hier. Kommt bestimmt hier von. Den wieder jemand rausgelassen. Ey! Sorry, aber das regt mich auf. Komm, lass doch gleich noch den hier raus. Ja, wie echt? Lass sie doch alle einfach rausholen, ich schwöre. Was soll das überhaupt? Ja, ne, die holen jetzt hier einfach alle raus. Das regt mich gerade echt auf. Das kann man hier auch gar nicht machen. Guck mal, jetzt kommt da wieder dieser Scheißfeuer. Halt
Was soll das? Ich hasse euch. Also nicht euch Zuschauer, sondern die anderen Spieler hier. Ich hasse diese Spieler. Einfach auf. Es geht nicht darum, hier alle frei laufen zu lassen. Der meiste Grund, warum ich die Leute sogar melde, wegen des Ausnutzens von Spielfehlern. Tja, es sieht so aus, als müssten wir jetzt runtergehen. Aber ich sag euch, ich weiß nicht, was uns. Nicht, was da unten ist. Er darf vorgehen. Nein. Sag du das Vorgehen? Ich spring einfach runter. Was klappt nicht? Thank you.
kommt da nicht raus. So. Ich weiß, das war jetzt gerade nicht wahrscheinlich so ein tolles Video. Es tut mir leid. Ich werde es natürlich trotzdem hochladen. Jedenfalls, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn euch meine anderen Videos gefallen, dann abonniert diesen Kanal. Und wenn ihr kein neues Video verpassen wollt, dann drückt auf die Glocke und aktiviert sie. Bis zum nächsten Mal.